Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind. Zeltplane, Mittelstange, Montagekreuz, Messleine, Heringe, Packriemen, Packsack. Befestigen Sie das Montagekreuz mit einem Hering an der gewünschten Position des Zeltmittelpunktes. Richten Sie die Messleine nach einer der Nähte des Montagekreuzes aus und legen Sie die Leine locker gestreckt aus. Setzen Sie einen Hering bei der roten Markierung. Platzieren Sie mit Hilfe des Montagekreuzes und der Messleine 8 Heringe symmetrisch im Kreis. Die Heringe sollen nach außen geneigt sein. Rollen Sie die Zeltplane aus. Platzieren Sie den Eingang an der windgeschützten Seite. Streifen Sie die Bodenringe über die Heringe und drücken oder schlagen Sie die Heringe ganz ein. Setzen Sie die Mittelstange zusammen und schieben Sie beim Eingang unter die Zeltplane. Öffnen Sie den Eingang. Legen Sie die Stangenhülse für die Mittelstange an der Zeltspitze frei und führen Sie die Stange in die Hülse ein. Schlagen Sie die Lüftungskappe wieder um. Richten Sie das nordische Tipi auf und platzieren Sie die Mittelstange am Mittelpunkt des Zeltes. Schließen Sie den Eingang. Ziehen Sie sämtliche Bodengurte an, bis das Zelt schön straff steht. Falls Sie ein nordisches Tipi Topaz haben, müssen Sie jetzt weitere 8 Bodengurte mit Heringen befestigen. Öffnen Sie die Eingangstür. Falls der Reißverschluss beim Öffnen und Schließen nicht gut läuft, versetzen Sie die Heringe links und rechts des Einganges etwas. Bei montiertem Boden oder Innenzelt regulieren Sie die Bodenstrecker rundum. Zur besseren Belüftung können Sie, falls vorhanden, die Zuluftöffnungen aufmachen. Justieren Sie auch die Lüftungskappe. Bitte beachten Sie, dass nur bestimmte Modelle inwendige Regulierleinen haben. Falls Wind droht, spannen Sie die Sturmleinen ab. Jetzt können Sie Ihr nordisches Tipi benutzen.